Ja, moin Leute. Kurzer Bericht von meinem Getriebe. Bin ich noch gar nicht wieder bei gewesen, aber den Fehler habe ich entdeckt, warum der im dritten Gang so jollert. Es hat es ja nur hauptsächlich, dass man es hört, dass es im dritten Gang ist. Im vierten und im fünften läuft man nichts. Jetzt habe ich mal das Getriebe hier liegen. Hier oben rechts ist die Getriebeeingangswelle. Oh, die Sonne blendet. Hier ist die Getriebeeingangswelle. Und der fünfte Gang wird, glaube ich, hier mitgeschaltet, so wie das aussieht. Da läuft er geradeaus durch. So, und vom dritten Gang, das muss dieses Zahnrad sein, wenn ich das jetzt so in Erinnerung habe, genau weiß ich nicht, müsste ich mal im Buch gucken. Auf jeden Fall ist dieses Lager nicht mehr gut. Wenn ich die Welle drehe, dann müsst ihr mal hören. Man hört also deutlich, obwohl sich nur die Welle dreht. Dass entweder dies, wahrscheinlich ist das Lager, weil wenn das der dritte Gang ist, was ich meine, also ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, aber ich habe das so geguckt, fünfter Gang muss das sein, vierter Gang, Moment, was ist das denn, muss ich erst selbst überlegen, kleinste Zahnrad, das ist dritter Gang, dann ist das zweiter Gang und das erster Gang, genau, so das erster Gang und dann läuft er am langsamsten und der dritte Gang, wenn das Lager ist und das der dritte Gang ist, was ich meine, dann kriegt er natürlich hier in dem Augenblick, wo der hier antreibt, hat er das Bestreben, auseinanderzudrücken. Dadurch kriegt das Lager meistens Druck und dadurch heult er dann im dritten Gang. Aber ich werde wohl alle Lager neu machen müssen. Das ist ja, dass man da jetzt noch wieder sagt, ich mache nur eins, das machen wir nicht. Dann machen wir einfach alle neu und fertig. So, das ist der Bericht zu dem Getriebe vom F1L514.